Seid gegrüßt, Kinder der Nacht, hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, dass ich euch wieder hier begrüßen kann zu einer weiteren Runde von Majesty 2 in Ardania. So, das letzte Mal hatten wir ja unsere Kampagne fertig gespielt und hatten die Grenzen vor den Minotauren gestützt, indem wir die zwei großen Türme aufgebaut haben. Und heute beginnen wir mit der Rechnung des Barons. Baron Delatt für seine Beleidigung bestrafen. Na, dann werden wir das doch mal tun und dieses Spiel starten. Sire, ich störe euch ungern beim Fecht und... Nein, keine Sorge, Eure Majestät, es ist nur ein Kratzer. Es war allein meine Schuld. Nebenbei bemerkt, es war eine bewundernswerte Balestra, Sire. Sie hat mich völlig überrascht. Ich habe ein kleines Dilemma für euch, Majestät. Gestern Abend war ich mit Baron Delatt beim Trink dinieren in einem Wirtshaus. Wie ihr sicher wisst, ist er ein äußerst talentierter Zauberer. Ich hatte gehofft, mit ihm eine für beide Seiten fruchtbare Übereinkunft zu treffen. Doch der Baron hatte andere Pläne. Er hat mich und damit auch euch, Eure Majestät, beleidigt, indem er die Rechtmäßigkeit eures Anspruchs auf den Thron infrage gestellt hat. Zudem hat er sich um die Rechnung gedrückt. Ein schwerer Schlag für die Schatzkammer, wie ich fürchte. Ein Schlag, den wir uns im Moment kaum leisten können. Dieser Mann hat vielleicht einen Appetit. Wie dem auch sei, laut den Edikten eurer Ahnen muss diese Unverfrorenheit durch die Beschlagnahmung von Eigentum geahndet werden. Ich fürchte, wir müssen die Helden versammeln, Eure Majestät. Wenn ich jetzt gleich anfange zu lachen, dann hat das jetzt... Entschuldigung. Ihr müsst bedenken, ich wollte jetzt hier gerade ganz normal mit der Aufnahme starten. Und was macht unser Hund? Ich erzähl's gleich weiter. Sire, ihr kommt gerade recht. Eure Helden sind bereit zu dienen. Zu den üblichen Kosten natürlich. Ihr müsst sie das Schloss Delatt zerstören lassen. Niemand drückt sich um seine Rechnung. Oder... besudelt euren guten Ruf, Eure Majestät. Warum habe ich das Gefühl von wegen, dass der Typ mich gerade irgendwie nur ausnutzen will, weil er irgendwie ein Problem mit diesem Baron hat und ich soll das jetzt für ihn hier gerade biegen und habe dann hier noch einen Hund, der beschäftigt werden will. Hund, ich kann gerade nicht. Ja, sie kam hier gerade reingestürmt, stand hier schwanzwedelnd vor mir, so nach dem Motto, ja, bespaße mich, oh, du unterhältst dich, das finde ich ja toll. Ja, und jetzt ist sie gerade die ganze Zeit hier und stopst immer ihr Schnäuzchen gegen mich, so nach dem Motto, los, mach schon, beschäftige mich, mach schon. Alte, haure. Los! So, aber wir wollen erstmal schnell unsere Gilden erstellen, damit wir hier gegen diesen bösartigen Baron vorgehen können, der uns natürlich beleidigt hat, wobei ich immer noch nicht glaube, dass der uns beleidigt hat. So, von hinten kommt ein Brummen, also wenn ihr einen Brummen hört, dann ist das der Hund, der bespaßt werden will. So, die Kleriker-Gilde werden wir auch erstmal schnell erstellen und setzen sie dahin. Ich glaube, wir sollten auch anfangen, wieder unsere... Was war denn da? Ach, nee. Hä? Ach, nee. Was ist denn das? Ach so, Halle der Lords. Das will ich doch gar nicht. Ja, seht ihr, der Hund, der bringt mich schon ganz durcheinander. Ich werde erstmal hier schnell ein Türmchen bauen. Beziehungsweise vier Türmchen. Und die hier immer so um unser schönes Schloss setzen. Damit dieses Schloss wenigstens geschützt ist. So, und unsere Waldhüter sind auch schon gleich fertig. Und... können in den Kampf ziehen. Wir können hier mal kurz die Zeit beschleunigen, damit sie schneller losziehen können und geben ihnen den Auftrag und werden auch gleich das Gebäude erhöhen. So, was machen unsere Türme? Sehr schön. Ich glaube, langsam können wir die Zeit wieder zurücksetzen. Haben hier unsere Kleriker und setzen auch den Auftrag, dass wir die Leute separat heilen können. Das ist immer gut. Und erhöhen auch gleich das Level der Gilde. Sehr schön, der erste Turm ist fertig. So, da werden wir auch gleich erhöhen, weil wer weiß, was uns hier alles passieren wird, wenn dieser bösartige Baron die Latt bei uns einfallen wird. Das, was wir ja natürlich nicht hoffen. Dann gucken wir jetzt schon mal hier so ein bisschen in der Umgebung rum, wo wir hingehen können. So, da unten gibt es etwas. Oh, das sieht ja ganz gemein und hinterhältig aus. Gut, da werden wir natürlich erst einmal... Oh, das sind anscheinend ganz gemeine Leute, die dort hausen. Irgendwelche Dämonen, Teufel, magische Kreaturen. Naja, zum Glück haben wir schon mal unsere Türme aufgebaut, die auch schon eifrig dabei sind, rumzuschießen.
Und genau, sehr schön. So, die sind also auch gleich ausgemerzt. Dank der Türme und dank unserer Helden. Und ich glaube, wir sollten dann auch bald damit anfangen. Genau, der hat sich schon gleich die Kohle geholt. Finde ich gut. Wenn es jetzt gleich mal kurz knarrt, dann liegt es daran, dass ich mich anders hinsetze und immer noch vor dem Hund angestarrt werde. Der irgendwie ganz begeistert davon ist, mich gerade zu beobachten und mir die Schnauze wieder unter den Arm hält. Hund, lass das. Ich kann nicht. So. Genau, der Hund bringt mich hier schon ganz durcheinander. Wir werden jetzt eine Angriffsfahne auf dieses Portal setzen, auf das Höllenportal. Hündchen, hör auf. Ich weiß, du bist auch ein kleiner Höllenhund. So, vor den Herrschaften von König Leonard und seiner Schlacht mit den Dämonen waren Höllenportale unbekannt. Sie dienen als Übergang zwischen Ardania und dem Reich der Hölle. Ja, ich habe hier auch so einen kleinen Höllenhund neben mir sitzen, der gerade versucht, mich zu boykottieren, was ich nicht gut finde. Vor allem frage ich mich, warum. Sie hat gefrühstückt. Sie war draußen. Wir haben uns bespaßt gegenseitig, aber nein. Sie ist ein Hund. Ja, also jedenfalls, wir haben hier ein paar Helden, die schon ausziehen und dieses Portal beseitigen. In der Zwischenzeit regelt er hier das alles alleine. Der arme Kerl. Können wir schon den Marktplatz bauen? Nee, wir können nur ein Gasthaus. Den Marktplatz können wir erst bei 500 Gold. Das heißt, wir brauchen mehr Bauern, damit wir Steuern abziehen können. Mein Wissen und meine Fähigkeiten wachsen. Und ja, genau. Da, wir sind schon bei 430. Das finde ich auch sehr schön. Und dann gucken wir gleich, sobald wir den Marktplatz gebaut haben, damit unsere lieben Helden ja shoppen gehen können und ich damit wieder an Kohle komme. Oh, das, was ich jetzt hört, ich weiß, heute ist echt noch... Ist der Staubsauger? Geh weg. So, da bin ich wieder. Ich muss den nur ausmachen. Ja, heute ist eine sehr interessante Folge. Ich weiß, ständig irgendwelche Ablenkung. Ich wollte mal etwas für Spaß sorgen, damit ihr nicht nur eintötig diese ganzen LPs habt hier. Genau. So, also das erste Portal ist fertig. Wir haben 650 Gold gerade und dementsprechend, da das Höllenportal hier weg ist, können wir hier den Marktplatz hinsetzen und beschleunigen auch etwas die Zeit. Und solange die dort lang wuseln, setze ich hier mal eine Fahne hin, dass die dort erkunden gehen. Und auch gleich hier oben. So, ich hoffe hier, dass die für 100 Gold gewillt sind, loszumarschieren. Aber scheint nicht so wirklich. Dementsprechend werden wir auch mal 200 Gold gehen. Hier wurde die Welt erkundet, finde ich gut. Und dann gehen wir auch gleich mal in die Richtung und gucken, was hier Schönes ist. Setzen auch 200 Gold. Ja, es geht einer los. So, dann können wir dann also gleich als nächstes schon mal die Heiltränke in Angriff nehmen. Damit unsere Leute bald hier dann shoppen gehen können und ich dann damit wieder eine schöne Einnahmequelle habe. So, das ist sehr gut. Eure Majestät. Und was haben wir hier? Hier haben wir einen Handelsposten und eine Wolfshöhle direkt daneben. Ich glaube, die merzen wir erstmal aus. Schauen, dass unsere Leute dort dann schon hingehen. Bis jetzt haben wir nur einen Interessenten. Zwei, drei, gut. Ist mir immer lieber, wenn da mehrere hingehen. Wer weiß, was da alles noch passieren kann. Gut, als nächstes nehmen wir dann die Kriegergilde in Angriff. Für 550 Gold, sobald wir das haben. Wir könnten natürlich auch schon die Diebe nehmen, aber die Krieger sind mir erstmal lieber. Und die setzen wir dorthin. So, was macht hier die Wolfshöhle? Ist gerade noch eifrig dabei, ausgemerzt zu werden. Genau, sie lässt sich hier nicht beirren, aber sie kann sich ja auch heilen oder wird von den anderen hochgeheilt. Das finde ich gut. Aber ist etwas unfair, oder? So, eine gegen drei. Na gut, den ersten hat sie weg. Die rockt das hier alleine. Müssen wir hier auch mal einen Orden verteilen, oder? So, Elvaria die Ruhige. Gut, sehr schön. So, damit haben wir Elvaria die Ruhige. Und damit die hier auch wieder weiter shoppen gehen können, geben wir noch die anderen Sachen in Auftrag und holen uns jetzt noch die Gaunergilde. Gut, und weil wir gerade noch Kohle übrig haben, werden wir auch die Schmiede holen. Ich glaube, der Hund brummt schon wieder. Die steht hier vor der Tür und brummt rum. Dabei könnte sie durch die andere Tür rausgehen. Aber nein, Hauptsache...
Ich will beachtet werden. Ich bin hier der Hund. So, sehr schön. Diese Höhle ist ausgemerzt. Dann werden wir jetzt hier oben auch mal schnell einen Turm hinbauen. Damit wir dann... Sag mal, Hund, was soll das? Damit wir dann hier auch gleich den Handelsposten in Auftrag geben können. Er guckt hier oben schon gemütlich weiter rum. Aber dort geht's raus. Gut, dann gucken wir, was hier passiert. Und ich glaube, wir sollten dann auch gleich erstmal wieder die Statue der Helden, ich glaube, die heißt ja so, aufbauen. Wo haben wir sie denn? Da, Statue des Königs. Damit die Begeisterung etwas größer ist, wenn ich unsere Leute in den Kampf schicken will. So. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Rüstungen rauszuhauen. Dann machen wir das doch auch. Damit unsere Leute für den Kampf besser gewappnet sind. Und da ist ein Wolf, der unseren Turm versucht anzunagen. Das ist nicht gut, weil ich will das Geld nicht umsonst ausgegeben haben. So, es sind immerhin zwei Bauern unterwegs. Aber bis jetzt zeigt keiner meiner Leute Interesse dran, diesen Wolf auszumerzen. Ah, jetzt. Ah, ich glaube, unser Hund gibt auf. Sie geht gerade halbwegs raus. Tja, ich glaube, sie hat mitgekriegt, dass ich von dir rede. Sie starrt mich schon wieder an. Dieses Vieh. Ah, guck mal, da ist hier wieder ein Höhlenportal. Gut, dann werden wir das natürlich auch dann gleich in... Wir könnten eigentlich mal die Krieger langsam rausholen, oder? Wir haben die ja noch gar nicht geholt. Genauso wie die Diebesgilde. Und den geben wir auch gleich wieder das Giftöl. Und danach noch das Vergiften. Eines Tages gehört das alles mir. Ja, genau, das hättest du wohl gerne, Mädel, gell? Mhm. So, komm, ich brauche hier mehr Kohle, damit die hier auch mehr Schaden raushauen können. Ah ne, geht erst, wenn es Stufe 2 ist. Gut, dann werden wir das in Auftrag geben. Das ist schon. Aber hier die Kleriker, den können wir hier noch diesen Badabum-Zauber geben. Und den hier auch noch den Präzisionsschuss. Solange wir das Geld haben, machen wir das doch. So, der Handelsposten kann dafür 200 rausgemacht werden, aufgebaut werden. Und dann sollten wir auch langsam dieses Portal hier vielleicht mal in Angriff nehmen. Und den Hund dabei versuchen zu ignorieren, die vor mir steht und die ganze Zeit rumbrummt. Das finde ich nicht in Ordnung, Hündchen, du boykottierst mich. Ich weiß, das interessiert den Hund herzlich wenig. Wisst ihr, wie nervig das sein kann, wenn ein Hund vor einem steht und einen immer die ganze Zeit anschielt und rumbrummt? Wie gesagt, die hat was zu essen, das heißt, die braucht sich darüber nicht zu beschweren. So, wir bauen den Turm weiter aus. Oh, jetzt legt sie sich demonstrativ vor meine Füße. Aber das macht nichts, so kriege ich wenigstens wieder warme Füße. Ja, ich bin eine Frau, ich habe immer kalte Füße und Hände und alles Mögliche. So, gut, dumm die dumm. Genau, jetzt können wir hier die Waffen noch raushauen. Und jetzt könnt ihr hier den größeren Schaden raushauen. Genau. Sehr schön. Dann haben wir hier einen Friedhof, weil wir haben hier wahrscheinlich die erste Leiche zu vermelden. Genau. Stufe 2. Lohnt sich das? Ach, nicht wirklich. Komm, da holen wir lieber hier einen. Der soll neue Erfahrungen sammeln. So, gut. Dann haben wir hier auch diesen Handelsposten, den wir dann natürlich auch vom Level etwas erhöhen. Und schicken unsere Krieger los, hier diese Wolfshöhle auszumerzen. Und schicken unsere Waldhüter aus, um die Gegend weiter zu erforschen. So, da auch. Wir wollen ja schließlich wissen, was hier so in der Umgebung abläuft. Weil irgendwo wird das bestimmt sein. Oder beziehungsweise diese Baron. Da ist eine Wache. Gehört die Wache zu mir? Ah, wer weiß. Da, er läuft los. Gut. Eure Majestät, das Schloss des Barons ist umgeben von Wachtürmen. Er hat etwas im Schilde geführt, das ist sicher. Oh oh, wer weiß, was er im Schilde geführt hat. Aber ich glaube, das sollten wir uns lieber das nächste Mal dann angucken, weil... Das wird ja zu nervend aufraubend. Deswegen sehen wir uns dann das nächste Mal wieder und ich werde jetzt erstmal schnell mit den Hund rausgehen oder sie anderweitig bespaßen, damit ich dann bald wieder für euch da bin
Und ich freue mich dann schon drauf, euch das nächste Mal wieder zu sehen. In dem Sinne, bis bald. Das wär's. Tschüss.